Hi, hier ist Kamal und das hier ist das Samsung Galaxy S4. Wie zu erwarten war, hat Samsung in New York nun das neue Flaggschiff vorgestellt und ich hatte die Chance, mir einen ersten Eindruck von dem Gerät zu verschaffen und ich muss sagen, dieser ist durchaus gut. Das Galaxy S4 ist im Gegensatz zum Vorgänger S3 mit einem etwas größeren Bildschirm ausgestattet. Anstatt 4,7 ist dieses nun 4,99 Zoll groß. Außerdem handelt es sich hierbei um ein Super AMOLED Full HD Display mit einer Pixeldichte von 441 ppi. So liegen die Maße des S4 bei 136,6 x 69,8 x 7,9 mm. Das Gewicht liegt bei 130 Gramm. Insgesamt ist Samsung seiner Designlinie sehr treu geblieben und so gibt es hier nicht sonderlich viele Unterschiede zum Vorgänger. Wie auch beim S3 befindet sich der Powerknopf auf der rechten Seite, der VIP-Schalter für die Lautstärke ist links angebracht, der Micro-USB-Port ist unten, oben findet man den 3,5 mm Klinkenanschluss. Vorne ist eine Kamera mit 2 Megapixeln eingebaut, hinten kommt eine 13-Megapixel-Kamera zum Einsatz. Im Gegensatz zum S3 ist beim S4 der Blitz unterhalb der Linse angelegt. Der Lautsprecher befindet sich wie beim Note 2 hinten am unteren Teil des Smartphones. In Sachen Prozessor hat sich Samsung etwas Verhalten gegeben. Bisher ist nur bekannt, dass es 2 verschiedene Versionen für unterschiedliche Märkte geben wird. Während eine Version des S4 mit einem Qualcomm Snapdragon S600 ausgestattet sein wird, erhält die andere Version den hauseigenen Exynos 5 Octa-Core. Wie bereits erwähnt, legt Samsung viel Wert auf das Innenleben des S4. Wie auch schon beim Vorgänger kommt hier wieder die Nature UI zum Einsatz, die über die aktuellste Android-Version 4.2.2 gelegt wird. Samsung hat so unglaublich viele neue Features im S4 integriert, die ich mir in diesem Hands-on noch gar nicht wirklich richtig anschauen konnte. So viel sei an dieser Stelle aber schon einmal erwähnt. Zum einen gibt es da zum Beispiel AirView, das ähnlich schon aus dem Note 2 bekannt ist und bei dem man nur mit dem Finger über den Bildschirm schweben muss, um Zusatzinformationen zu erhalten. Das funktioniert zum Beispiel in der Bildergalerie. Auch ohne direkten Kontakt funktioniert Air Gesture, bei der ihr ohne Berührung des Displays durch Seiten und Galerien blättern und scrollen könnt. Auch interessant ist die Dual Camera, bei der Videoaufnahmen mit beiden Kameras gleichzeitig gemacht werden können. Das aufgezeichnete Bild der Kamera kann zudem noch mit Effekten und Rahmen belegt oder auf dem Screen verschoben werden. Insgesamt muss ich sagen, dass Samsung definitiv ein sehr interessantes neues Flaggschiff vorgestellt hat, das jede Menge zu bieten hat. Zwar orientiert sich das Gerät optisch stark am Vorgänger, was nichts Schlechtes ist, das Hauptaugenmerk liegt aber vor allem auf der Software, die wir uns dann mal etwas genauer anschauen werden, sobald wir ein eigenes Testgerät erhalten. Ich hoffe, euch hat unser erstes Hands-on gefallen. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.